Franken mit folgender Eilmeldung. Die Gesundheitsminister der Länder und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bereiten ab jetzt die vierte Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 offiziell vor. Das geht aus einer Beschlussempfehlung der Gesundheitsministerkonferenz hervor, die Business Insider vorliegt. Demnach soll noch heute eine Empfehlung zur vierten Impfung ausgearbeitet werden, die beinhaltet, wann eine vierte Auffrischungsimpfung notwendig wird und wer diese erhalten soll. Fragen wir doch gleich mal nach bei Daniela Will für uns an der Messe Berlin, genauer gesagt vor dem ICC, wo heute eine Sonderimpfaktion stattfindet. Diese Meldung schauen wir uns jetzt noch ein bisschen genauer an. Eine vierte Impfung wird schon vorbereitet, die Empfehlung dafür. Gilt die Empfehlung bzw. das dann für alle Bürger oder gibt es Prioritäten? Also das wissen wir noch gar nicht so genau, aber eben eine Empfehlung, für wen das gilt und ab wann eine vierte Impfung empfohlen wird, das soll im Laufe des Abends noch klar werden. Wir wissen aber, worauf, also auf welcher Basis man überhaupt jetzt erst diesen Schritt in Richtung einer vierten Impfung getätigt hat oder tätigen möchte, nämlich auf dem Wissen, dass es schon wieder mehrere Ausbrüche in Pflegeheimen, in Krankenhäusern gegeben hat in der jüngsten Vergangenheit und dass die Boosterimpfung eben zum Beispiel für die vulnerablen Gruppen, das heißt für die älteren Menschen, aber eben auch die Mitarbeiter im Gesundheitswesen, dass die schon relativ lange zurückliegt, dass die eben ihre Boosterimpfung schon relativ früh bekommen haben. Teilweise liegt das also schon mehr als 3 Monate zurück, sodass man jetzt natürlich die Befürchtung hat, dass der Impfschutz dahingehend auch schon wieder ein bisschen nachlässt. Und vor allem, wenn man nach Israel schaut, da hat man ja eben mit dieser vierten Impfung auch schon sozusagen ein Exempel statuiert und hat auch erstmal bei den Älteren, bei den Pflegeheimbewohnern angefangen. Dann kann man vielleicht davon ausgehen, dass das auch bei uns in erster Linie der Personenkreis sein wird, auf den man sich da fokussiert. Du bist ja heute beim ICC. Dort findet eine Sonderaktion statt in Sachen Impfen, die wie aussieht. Also es ist so, dass man jetzt ab heute für 12 Tage lang hier wieder entscheiden kann, welchen Impfstoff man verabreicht kriegen möchte. Das war die ganze Zeit nicht so. Der Impfstoff von BioNTech/Pfizer, der war eben für die unter 30-Jährigen reserviert, für Schwangere und für all diejenigen im Falle einer Boosterimpfung, die ihre Erst- und Zweitimpfung schon mit BioNTech bekommen hatten. Jetzt also wieder die freie Wahl zwischen dem Vakzin von Moderna und BioNTech, weil man jetzt doch mehr Reserven von diesem Präparat hatte. Und das ist hier bislang auch ganz gut aufgenommen worden. Die Leiterin des Impfzentrums, die hat uns schon erzählt, man merkte eine hohe Fluktuation, auch was die Terminbuchungen angeht. Also viele, die schon ihre Termine mit Moderna gebucht hatten, die haben jetzt das Ganze nochmal in einen Termin mit BioNTech umgewandelt. Wir haben auch während unseres Rundgangs durch das ICT, den wir vorhin absolvieren konnten, immer mal wieder die ein oder anderen Gespräche gehört, wo die Impflinge gefragt haben, wo muss ich jetzt lang, wo kann ich auch wählen. Und wir konnten auch mit einem Impfwilligen sprechen, der gesagt hat, er bekommt hier heute seine Boosterimpfung. Er hat Erst- und Zweitimpfung mit BioNTech bekommen und wäre jetzt nicht die Möglichkeit, da auch die dritte BioNTech-Dosis zu bekommen, dann hätte er sich gar nicht boostern lassen. Also das wird insgesamt ganz gut angenommen, aber das Gesamtbild, das hat uns Sarah Maas vom Arbeiter-Samariter-Bund, der das Impfzentrum betreut, nochmal im Detail geschildert. Grundsätzlich können wir sagen, die Aktion läuft gut an. Wir merken definitiv, dass der Andrang höher ist und hier ganz klar der erhöhte Andrang für BioNTech. Warum ist das immer noch so, dass Menschen vielleicht sagen, ich hätte mich nicht impfen gelassen, wenn ich jetzt nicht BioNTech bekommen hätte? Grundsätzlich denke ich, es ist die Wahlfreiheit, die die Deutsche doch sehr genießt. Dann ist es aber auch so, dass wir viele haben, die Erst- und Zweitimpfung BioNTech hatten, diese gut vertragen haben und sagen, aus Ängstlichkeit möchte ich nur geboostert werden mit BioNTech. Und auch da muss man sagen, dass natürlich medial in der Gesellschaft, vor allen Dingen auf Social Media, BioNTech hier als der super Impfstoff bekannt ist. Und an der Stelle möchte ich auch ganz klar betonen, dass dies nicht so ist. Moderna ist ein genauso guter Impfstoff und wir freuen uns besonders, dass auch hier in dieser Aktion es Menschen geben, die sagen, nein, wir wählen bewusst Moderna, weil wir diesen Impfstoff von BioNTech eben denen überlassen wollen, die ihn dringend brauchen. Das sind die Schwangeren, das sind die jungen Menschen und wir freuen uns aber ganz allgemein natürlich über jeden, der sich hier boostern lässt. Und es geht ja nicht nur ums Boostern, sondern man versucht natürlich auch immer noch den einen oder anderen zur Erst- und dann auch zur Zweitimpfung zu bewegen. Merken Sie, dass das auch immer noch gelingt? Definitiv. Auch hier haben wir immer Erstimpfungen. Auch über die freuen wir uns natürlich besonders, dass wir hier diese Impfquote generell steigern können. Aber natürlich ist hier im Vordergrund im Moment die Boosterimpfungen. Das ist ja ganz klar und auch eben genauso wichtig.
Wie hat sich der Andrang vielleicht auch in den letzten Wochen entwickelt? Wir wissen ja, es gab zeitweise ja fast schon kilometerlange Schlangen. Wie ist der Andrang jetzt im Moment wieder und mit was rechnen Sie vielleicht auch perspektivisch, wenn eine Impfpflicht in irgendeiner Form kommt? Grundsätzlich kann man immer sagen, dass natürlich jetzt mit dem Beginn der Boosterwelle der Andrang extrem hoch war. Das sind die Menschen, die sehr, sehr bemüht, die auf eine Boosterimpfung gewartet haben. Da war der Andrang sehr, sehr hoch. Und man merkt mit der Zeit, wenn diese Gesellschaftsschicht, ich sag mal, abgeimpft wurde, dass der Andrang nachlässt. Das ist ganz klar so. Und irgendwann erreicht man immer wieder den Punkt, wo man die Menschen eben wieder motivieren muss, immer wieder daran erinnern muss, dass Impfen eben jetzt hier der Weg aus der Pandemie ist. Rechnen Sie damit, dass Sie vielleicht auch wieder an Ihre Grenzen kommen, wenn zum Beispiel durch eine Impfpflicht, auch wenn die noch nicht alle betrifft, dann der Andrang wieder wächst? Grundsätzlich bereiten wir uns hier im Auftrag des Senats, wir die Berliner Hilfsorganisation, drauf vor, schauen, wie wir Kapazitäten auch in solchen Fällen noch weiter ausbauen können, grundsätzlich mehr Kapazität zu schaffen und sind hier auf einem guten Weg und gut vorbereitet. Also das heißt, nicht nur hier bei mir im Impfzentrum im ICC, sondern natürlich auch in allen Impfzentren ist man kontinuierlich dabei, auch Prozesse zu optimieren, um eben die Kapazitäten immer weiter zu steigern, immer weiter hochzuhalten. Und das wird auch nötig sein, sollte denn dann doch eine Impfpflicht kommen, wann auch immer, wie auch immer geartet die ausgestaltet wird. Und natürlich wird auch sicherlich ein Andrang wieder steigen, sollte es dann noch am heutigen Abend eine Empfehlung für eine vierte Impfung geben. Daniela, ganz herzlichen Dank.